Wir springen das direkt, machen direkt die Partie, damit wir es fertig kriegen. Diesem Spiel fiebern alle schon seit Tagen entgegen. Es ist ein echtes Highlight. Alle freuen sich auf dieses Spiel. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Im Stadion ist alles bereit für ein echtes Fußballspektakel. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Wer will Ihnen den Titel jetzt noch nehmen? Da ist das Tor. Wir haben schon den Titel. Zieh das Spiel durch und dann machst du eben auch solche Tore. Er fängt diesen Pass ab. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. In den letzten Tagen stand er natürlich unter dem Punkt der Aufmerksamkeit, der Debatte der Ausgeschieden. So schade das ist, er hat sich entschieden. Da schießt er! Da ist er aufmerksam vom Torwart. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein. Sagt nein! Ganz klar was anderes. Das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler. Geredet! Oh! Und ist sich der Konsequenzen bewusst. Kollege, mach doch nicht sowas hier. Lass doch den Ball da liegen, damit ich reinschießen kann. Viel besser. Jetzt bekommen Sie den Freistoß. Da ist die Chance. Damit beträgt die Führung schon 2 Tore. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da haben sie die Chance. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Sehr gut. Oh, da ist er durch. Vor dem Tor. Also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste. Und damit sind sie. Es wird alles mit Spielern, die kaum Erfahrung haben oder kaum eine Stärke haben, wird all das gar nicht funktionieren, auch nicht in der Höhe. Mit den Spielern. Das habe ich nämlich schon getestet und das wird nicht funktionieren in der Variation. Da werden die Spiele sehr, sehr eng gestaltet werden. Zumindest viele, die ich hatte, die waren sehr knapp zum Teil. Und auch unentschieden gespielt oder solche Sachen. Also deswegen. Absolutes Traumtor. Pause in dieser Partie. Und wenn Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Ja.
Platz auf außen. Die Chance jetzt. Haarscharf daneben. Schadim. Wie er einfach seine Pranke da rausholt, ne? Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Der Ball holt er gut verteidigt. Steilpass kommt gut. Sieht vielversprechend aus. Ja, der war weit weg. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So langsam wird es gefährlich. Und der Ball geht knapp über die Latte. Ich bin heute Spielerschießen, habe ich so das Gefühl. Die Ecke kommt rein. Und jetzt ist diese Szene beendet. Da stand der Lutz und gibt Freistoß. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Und den Ball abgefangen. Energisch. Da ist die Chance. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn er ins eigene Tor geköpft hätte. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Tolles Tackling von ihm. Geht vorbei. Nein! Komm, pfeif ab! Pfeif ab! Und das war's für heute. Das ist der Schlusspfiff. Jetzt! Gut, niemand hat an den Trainingsfilm rumgespielt, aber okay. Deswegen braucht ihr mit euren scheiß Sachen nicht auf den Senkel zu gehen. Ja, ich habe die Trainingspläne nicht umgeändert, wenn er das meint. Dass die Zeit brauchen, ist mir klar. Boah, da klauen uns die Spieler einfach. Okay, Taktikvorlage. Ich will so ein bisschen was ausprobieren. Und zwar mit einer Fünferkette. Was haben wir hier an Fünferketten? Eine 5-3-2, aber wir haben keine 5-2-1-2, glaube ich, ne? Doch, 5-2-1-2, die hätten wir zum Beispiel. Oder die. Weil ich bin nämlich am Überlegen, ob wir
ob wir, wenn wir jetzt unsere Challenge machen, in der Fünferkette spielen. 3-5-2 wäre auch noch eine Idee. Habe ich früher auch mal gespielt, aber war relativ schwierig zu spielen. Die würde ich eventuell als ausgeglichen nehmen. Da haben wir sogar noch ein ZDM. Wir haben halt kein ZDM, was die halt etwas anfälliger macht. Also eine wirklich optimale Kette haben wir glaube ich nicht. Okay, was, lass uns das einfach mal testen. Warte mal, lass uns mal die 4-1-2-1, die ist fast ähnlich wie die 5-2-1-2-1, ne? Ja. Lass uns die mal testen, mit der anfangen. Dass wir mit der anfangen, würde ich sagen. Nein, du sollst Position halten, ist richtig. Du gehst mit der abdecken, den lasse ich so, die lasse ich auch so. Machen wir eine komplette 5er-Variation. Wir machen defensiv, machen wir 5-3-2 oder 5-4-1. Problem ist, wäre dann das ZDM, ne? Da ist das Problem, dass die da natürlich nicht dabei sind. Direkt, ja, das ist halt wieder, weil ich das kann ich nicht ändern, ne? Ich müsste dann halt einen haben, der für Abwehrbollwerke zuständig ist, glaube ich. So, Defensive unterstützen. Der Dingens könnte man. Ich habe 5-4-1 damals auch sehr gerne gespielt. Aber die habe ich jetzt, glaube ich, drin, ne? Ja. Lass uns für die Defensive die 5-3-2 nehmen. So, dann brauche ich das, muss ich das auch wieder alles einstellen, ne? Ja. Okay, das passt nicht.